Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den persischen Autor Omar Khayyam vorstellen. Omar Khayyam wurde geboren im Mai 1045 in Naishapur und gestorben ist er dort am 4. Dezember 1131. Naishapur, das liegt im Nordosten des heutigen Iran, westlich von Meshed. Khayyam, das ist ein sprechender Name und bedeutet so viel wie Zeltmacher. Und man vermutet, dass sein Vater vielleicht diesen Beruf ausgeübt hat. Und von dort soll dieser Name auf Omar gekommen sein. Es gibt auch eine mehr symbolischere Interpretation, dass er sich unter das Dach, unter das Zelt der Philosophie begeben habe. Omar Khayyam muss eine gute Ausbildung in den Wissenschaften und Philosophie genossen haben, und zwar in seiner Heimatstadt. Er kam dann nach Samarkand, das im heutigen Usbekistan liegt, und wurde dort schon berühmt durch seine mathematischen Arbeiten, unter anderem durch eine berühmt gewordene Algebra-Abhandlung. Überhaupt ist Omar Khayyam berühmt für seine mathematischen Texte, Abhandlungen. Der Seldschuken Sultan Malik Schah holte ihn dann nach Isfahan, wo Omar Khayyam astronomische Beobachtungen machen sollte, um einen neuen Kalender herzustellen. Man hätte extra für ihn ein Observatorium gebaut und Omar Khayyam hat es tatsächlich geschafft, einen neuen Kalender zu schaffen, ausgerichtet an der Sonne. Und dieser Kalender war präziser als der, der 500 Jahre später in Europa der gregorianische Kalender genannt worden ist. Der moderne iranische Kalender beruht auf Omar Khayyams Berechnungen. In Isfahan schrieb Omar Khayyam dann weitere mathematische Abhandlungen. Er hatte einen Mäzen, einen berühmten Mäzen, nämlich Nizam al-Mulk, einen Großvezier. 1018 bis 1092 hat er gelebt. Und dieser Nizam al-Mulk gilt als Erfinder der islamischen Universität, der Medresen. Die Nizamiya, so heißen viele Universitäten Medresen im Orient, unter anderem in Isfahan, in Bagdad, in Naishapur. Und an diesen islamischen Universitäten wurde Religion unterrichtet, religiöse Studien gemacht. Es wurde islamisches Recht unterrichtet, arabische Literatur, Arithmetik, Naturwissenschaften, Medizin. Hochgelehrte Institutionen, die eben Jahrhunderte vor unseren abendländischen Universitäten im islamischen Raum eingerichtet wurden. 1092 wurde Nizam al-Mulk ermordet und die Witwe des Sultans wandte sich nun gegen Omar Khayyam. Er ging weg aus Isfahan und machte als erstes eine Pilgerfahrt nach Mekka und kehrte von dort dann zurück nach Naishapur, wo er lehrte und arbeitete bis zu seinem Tod. Omar Khayyam hat viele Werke über Philosophie, Recht, Geschichte, Medizin hinterlassen, aber vor allem eben auch über Mathematik und Astronomie. Er war ein großer Anhänger des Philosophen Avicenna, dessen arabischer Name Ibn Sina lautet und der wenige Jahre vor Omar Khayyams Geburt in Hamadan im West-Iran gestorben ist. Avicenna, Ibn Sina, war ein Philosoph, der eine sehr rationalistische, aufgeklärt philosophische Haltung einnahm, dem es ganz wichtig war, die wissenschaftliche Methodik herauszuarbeiten. Und diesen rationalistischen Zug kennzeichnet auch Omar Khayyam. Omar Khayyam ist ein Skeptiker, ein
aufgeklärter, aufklärerischer Geist, der sich immer sein ganzes Leben lang gegen Dogmen gerichtet hat. Nun hat er gelebt in einer Zeit, als türkischstämmige Nomaden vom Osten, Nordosten her in den Iran, Usbekistan infiltrierten, und diese Stämme brachten einen Islam mit, der doch relativ rigide war und eine etwas engstirnige und engherzige Orthodoxie mit sich brachte. Noch einmal kurz zur Erinnerung, die Araber und die muslimischen Araber hatten im 7., 8. Jahrhundert eben diesen großen Raum erobert, der dann eben letztendlich von Spanien bis nach Afghanistan reicht. Und nun muss man sich vergegenwärtigen, dass je größer diese arabisch-muslimische Herrschaft geworden ist, desto mehr hat sie eben Völker mit einer eigenen Geschichte, eigenen Kultur und eigenen Sprache unterjocht, die aber eben auch die arabische Kultur verändert haben oder beeinflusst haben. Fremde Gedanken drangen in die arabisch-islamische Welt ein und dann eben auch fremde Volkssprachen. Wir haben das gesehen am Schahnameh, wie nun ein Buch herauskommt, das Buch des Königs, das auf Persisch geschrieben worden ist. Und einen vergleichbaren Vorgang finden wir nun eben auch bei Omar Khayyam. Denn einerseits hat Omar Khayyam hier gelebt unter einem türkischstämmigen Sultan, also einem Sultan, dessen Heimvolkssprache eine Turksprache war. Andererseits war die Wissenschaftssprache der Zeit das klassische Arabisch, wie es eben auch im Koran, im Heiligen Buch gesprochen und geschrieben wurde. Und auf der anderen Seite war Omar Khayyam Perser und seine Sprache, seine Muttersprache war die persische Sprache, eine indoeuropäische Sprache. Das hat bewirkt bei ihm, dass er seine wissenschaftlichen Werke auf Arabisch geschrieben hat, so wie bei uns in Europa noch weit bis in die Neuzeit des Latein die Wissenschaftssprache geblieben ist. Und andererseits wurden die Muttersprachen die Sprachen, in denen man dann zum Beispiel Literatur schrieb. Etwas, was mehr die Gefühle, die Emotionen anging. Und genau das ist auch bei Omar Khayyam zu beobachten. Denn, worum es heute vor allem auch geht, Omar Khayyam hat berühmte Vierzeiler geschrieben. Wunderbare Texte auf Persisch, die relativ spät dann berühmt geworden sind. Die sogenannten Rubaiyat. Das Rubai ist ein Vierer und Rubaiyat ist der Plural. Das sind also vierzeilige Verse mit einem festen Reimschema. A, A, B, A. Und einer streng geordneten Gedankenfolge. Die ersten zwei Verse bringen einen Gedanken. Der dritte Vers, Reimschema B, steigert diesen Gedanken, widerspricht ihm, ergänzt ihm. Und der vierte Vers, wieder Reimschema A, bringt eine Schlussfolgerung. Von Omar Khayyam sind 1500 Vierer überliefert, aber zweifellos echt sind 180 bis 250. Diese Vierzeiler sind in Persien lange, lange Zeit nicht sehr beliebt gewesen. Vielleicht war ihr Tenor doch etwas zu skeptisch, zu kritisch. Denn Omar Khayyam äußert sich da sehr streng gegenüber engstirnigen Dogmen oder gegenüber einer Unterdrückung freiheitlicher Gedankengänge.
Diese Verse strahlen eine bittere Ironie aus und geißeln frömmelnde Heuchelei. Sie sind zum Teil auch sehr, sehr pessimistisch. Sie klagen über die Vergänglichkeit alles Irdischen. Also sie sind Verse, die auf der einen Seite sehr traurig auch klingen. Und andererseits gibt es viele Vierer, die sehr lebensfroh daherkommen, die eine Lebensfreude ausstrahlen, die Freude haben an der Liebe und die den Augenblick genießen wollen. Es gilt hier auf Erden das Paradies, das der Koran ins Jenseits verlegt, zu leben und zu suchen. Beide Tendenzen findet man bei Omar Khayyam. Diese Verse wurden 1859 ins Englische übersetzt durch Edward Fitzgerald und sind berühmt geworden, auch durch diese Übersetzungen. Sie wurden dann im späten 19. Jahrhundert auch ins Deutsche übersetzt und geschätzt. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass sie doch relativ kritisch sind gegenüber einer Religion, die zu dogmatisch, zu orthodox daherkommt. Und das 19. Jahrhundert ist eben in Europa das Jahrhundert der Nachaufklärung, der Religionskritik. Im Westen wurden diese Verse berühmt und vom Westen kehrten sie zurück nach Persien. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden diese Verse von Omar Khayyam dann auch in Persien richtig gehend berühmt. Und das ist etwas sehr Eigentümliches, was man immer wieder feststellen kann, wenn man beobachtet, wie sich zwei Kulturen begegnen. Sehr oft ist es so, dass ein Autor in seiner eigenen Heimat gar nicht so geschätzt wird und dann über den Umweg durch eine fremde Kultur zurückkehrt und dann erst wirklich wahrgenommen und geschätzt wird. Und so ist es eben Omar Khayyam dann auch gegangen. Seine Gedichte sind auch geprägt von der sufischen Mystik und das erlaubt, dass diese Texte auch etwas überhöht gelesen werden können. Wenn Omar Khayyam den Wein preist und die Liebe preist, so kann man das eben auch sehr sublimiert verstehen als ein ekstatisches Erheben zu Gott, als Liebe zu Gott. Aber ursprünglich ist es wohl wirklich sehr viel konkreter, sehr viel irdischer gedacht, als Freude am Trunk, am Trunkensein, an der Ekstase und an der irdischen Liebe. Aber das ermöglicht eben auch heutigen, etwas strengeren muslimischen Lesern, diese Verse doch überhöht zu interpretieren, sehr erhaben. Und das kennen wir ja auch im Abendland, dass Religionentexte dann sehr viel übertragener verstanden haben, wie zum Beispiel das Hohelied im Alten Testament, was eigentlich eine sehr irdische Liebe preist, aber dann eben als Liebe zu Gott interpretiert und zur Kirche interpretiert worden ist. Ich möchte Ihnen einige dieser vier Zeilen nun vorlesen. Ich habe sie ausgewählt nach meinem persönlichen Geschmack, nach Vorschlägen, die ich aus der Literatur entnommen habe und hoffe, sie gefallen Ihnen so gut, wie sie mir gefallen. Ein paar der Rubaiyat von Omar Khayyam. Hoch überm Firmament sucht ich die Quelle von Vorbestimmung, Paradies und Hölle. Da sprach mein weiser Lehrer, Freund, in dir allein sind Kismet, Paradies und Hölle.
Uns reift am Wahrheitsbaume kein Gewinn, denn keiner meistert dieses Lebens Sinn und schlägt nur müd und zaghaft ins Geäst. Nimm heut als gestern, morgen als Beginn. Streb nicht nach Herrschaft, denn sie flieht wie Rauch, und Asche wird der größte König auch. Die ganze Schöpfung und die Welt sind nur ein Traum, ein Blendwerk und ein Trug, ein Hauch. Um Dogmen und Satzungen streiten die einen, die anderen um Glauben oder vermeinen. Wer sind nun die, denen die Wahrheit sich zeigt? Die Antwort ertönt, sie zeigt sich keinem. Geschlechter sind erglüht wie helle Funken, haben gelebt, geliebt, gehasst, getrunken. Sie leerten hier ein Glas und sind verlöscht, sind in den Staub der Ewigkeit versunken. Der Koran sagt, im Paradies sei Wein, der frommen Lohn und holde Mägdelein. Drum sei schon hier mir Lieb und Wein erlaubt, wenn's droben doch dasselbe nur soll sein. O komm, Geliebte, komm, es sinkt die Nacht, verscheuche mir durch deiner Schönheit Pracht des Zweifels Dunkel. Nimm den Krug und trink, ehe man aus unserem Staube Krüge macht.